Herzlich willkommen zum neuen Video. Ihr seht mich in Autocross-Sachen, in Arbeitssachen mit dreckigen Händen. Da steht unser Cross-Auto, was noch fertig gemacht werden muss fürs nächste Rennen. Aber parallel haben wir auch für euch endlich am Kasaudi weitermachen können, denn wir müssen fahren. Wir fahren heute genau in diesem Video. Deswegen bleibt unbedingt dran. Das ist jetzt so das erste Mal, dass wir aus der Werkstatt rückwärts rausschieben und dass wir gleich mal kurz die ersten Fahrversuche machen. Und ich bin mega gespannt, was passiert. Geht's vorne hoch? Dann geht es sofort weiter nach Prio, dann wird der Breitbohrer dann gemacht und dann gucken wir mal, was passiert. Ne? Wolltest du jetzt zuerst oder traust du dich nicht? Ich trau mich. Nee, lass offen. Lass auf. Wir müssen ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir müssen noch manuell hinten schalten am Motor, weil wir haben noch keine Schaltung verbaut. Aber wer braucht schon eine Schaltung? Uns reicht der erste Gang. Ne? Oder es muss einer hinterher rennen, der schaltet. Du kannst euch hinten einsetzen, einer, ne? Also, Stefan legt jetzt den ersten Gang quasi ein, dann wird er die Kupplung treten und dann kann er auch dann danach starten. Also Kupplung ist verlegt, aber... Kupplung, Bremse, alles da. Jetzt los. Gleich direkt im zweiten drin, ne? Warum? Denk ich, dass der zweite ist. Willst du mit dem ersten? Nö, nee, mach mal ruhig mit dem ersten. Ist doch sonst... Profis zu klein, ne? Ja. Rote Nummer? Nee, also wir wollen ja zum TÜV fahren, ne? Ja. Wir wollen ja begutachten lassen, ob man das alles eintragen lassen kann. Aber das können wir erst machen, wenn der Breitbauer dran ist, denn so ist es noch nicht verkehrstauglich. Ja. Wenn es verkehrstauglich ist, dann dürfen wir sogar mit rote Nummer zum TÜV fahren, um uns dann... Nein, abzuholen. Ja, aber das können wir ja nicht wissen. Wir müssen das auf jeden Fall vom TÜV testen lassen. Stimmt. Bremst dich, Feiße. Warum? Irgendwas klingelt. Ja. Das sind die ersten Fahrversuche damit. Gib mir her, ich will jetzt auch. Mach aus. Bremst dich, Kacke. Ja, die Bremse ist das neu. Und weil beim Bremsgasverstärker Unterlot noch fehlt. Ich zeige euch das mal jetzt. Wieso haben wir keinen Unterdruck? Ich will doch von hinten vom Motor nach vorne legen. Dann schieb mich mal nach hinten. Das war der Vorderreifen. Kam es vorne gegen? Ja. Das Rad? Ja. Ja, das ist sehr gefährlich. Also das Lenkrad schrauben wir erstmal fest, sonst fahre ich ja sofort in die Halle. Der läuft auch noch nicht richtig, deswegen fährt sich auch nochmal beschissen ab. Die Kupplung lässt sich auch scheiße treten, weil hier so eng ist. Der Heckscheibenwischer ist an. Geht. Blinker geht auch, guck. Jo. Geht gut. Wir müssen damit zum Flugplatz unbedingt. Schieb mich nochmal zurück. Er läuft halt noch nicht richtig, ne? Fick die Henne! Ja, mach das mal! Hahaha!
Das ist ein Anzug, der ist anders, ne? Ganz komisch. Ja. Ja, einmal passiert. Ich fahr zurück wieder. Schieb mal zurück, ich versuche mal einmal sowas. Das ist ja schon hier von mir, ne? Nee, das ist von dem alten noch. Also es ist von der gleichen Maschine. Echt? Ja, ja. Das ist vom A3 noch. Ja, darfst natürlich auch nicht vergessen, ey, da sind 18 Türen drauf, ne? Komm mal rüber zum Schreiben. Was Sturz verstellt. Guck mal, wie gerade das Rad jetzt steht. Ja, stimmt. Doch, es hat sich ein bisschen verdreht, ne? Wir haben noch bis Anschlag rausgestellt. Ah ne, wär's jetzt nicht gerade, ne? Dann wär's ja schiefer. Es kam jetzt rausgeklappt. Ja, 100 Pro. 100 Pro war das in. Müssen wir, glaube ich, größere Unterlegen drunter. Ja, ja, das war in. Genau das ist jetzt gekommen. Gut, wenn es nur das ist. Mach mal, schieb ihn mal hin und mach mal einen zweiten rein. Ich glaube, einen zweiten geht besser. Weil ich war ja jetzt dauernd im Begrenzer. Aber wir müssen mal irgendwie kurz kühlen. 87. Zwei, drei Drehungen könnte ich noch. Wenn es kaputt geht, hätte es kein Motor werden sollen. Eben. Dann nehmen wir aber gleich den vom TT. Das Gute ist für die Essener Motorshow, wo ihr übrigens herzlich eingeladen seid, muss der Motor nicht laufen, ne? Da muss er nur gut aussehen. In dem Fall wäre es gut, wenn der Kolben nicht an der Seite rauskommt. Aber du fährst ihn auf einer Stelle, ohne dass du irgendwie Abweichung hast. Das fühlt sich an, als wenn du fahren würdest. Nicht, dass das hinten... Deswegen, das muss eine Sperre da hinten rein. Ah ja, logisch. Automatische. Logisch. Ist ja von vorne und da ist ja ein Ausgleichsgetriebe drin. Ja. Sonst könnte man ja nicht lenken. Das heißt, wir müssen... Das Getriebe zuschweißen, festschweißen. Nee, das ist scheiße. Dann kannst du langsam nicht mehr um eine Kurve fahren. Kurvenfahrten werden dann generell schwierig, ne? Ja. Das muss eine automatische Sperre sein, die sich... Das gibt's auch. Das reicht ja so. Wir machen das mal mit dem zweiten jetzt. Kann ich ihm auch hier von schicken. Also im zweiten ging besser, ne? Komm, das doch, wenn ich jetzt noch einen dritten hätte. Ich habe mich nur verbrannt. Oder? Ich habe heißes Gummi am Arm gekriegt, deswegen habe ich aufgehört. Deswegen habe ich schon gewundert. Ja, so früh nicht wegen dem Qualm. Ich denke, was brennt denn so mein Ellbogen? Wo fliegt das Gummi hoch? Ich glaube, wenn... Ja, ja, ja. Okay. Das Problem haben wir schon gelöst. Wir haben da schon eine Spezial... wie heißt die Platte? Plexiglasplatte bestellt. Ach so, die ist innen. Innen ist das reingekommen? Ja, dadurch. Ist also offen. Scheiße, stimmt ja. Na? Und ich habe erst einen Schreck gekriegt. Ich dachte, irgendwas wäre undicht. Weil es ist natürlich total gefährlich, was wir jetzt machen. Da muss eine Platte zwischen, dass wenn im Motorbereich irgendwas passiert, dass das auch dementsprechend geschützt ist. Dass es im Motorbereich bleibt. Ja. Das ist so ein schönes, heißes Ölbad, das ist, glaube ich, nicht so angenehm. Im zweiten ging aber gut und das linke Rad hat gedreht, ne? Genau, das Kurveninnere Rad hebt sich ja ein bisschen, entlastet das Fahrzeug quasi und deswegen dreht das ein bisschen schneller. Wenn ich das jetzt andersrum fahre, dann dreht das andere Rad. Hör mal, hier haben wir schon die ersten Kampfspuren. Stefan hat jetzt gerade aufgeladen, das Auto. Ich fahre jetzt erstmal nach Kampf-Lindfort, wo ich mich tierisch drauf freue, denn heute kommt das Bodykit montiert. Ich denke schon, dass Prio da ein Video machen wird, deswegen vielleicht mal auf deren Kanal mal nachgucken. Dann könnt ihr sehen, wie es montiert wird. Auf jeden Fall, ich sag mal, bis zum nächsten Video und dann zeigen wir euch endlich, wie das Auto mit den Breitbau aussieht. Und dann dauert es nicht mehr lange, dann machen wir die Farbe drauf, Schaltung. Und wir müssen noch auf die Messe. Essener Motorshow, genau. Hatte ich Anfang des Videos schon gesagt. Unbedingt dran denken, den Termin jetzt mal hier einblenden, Essener Motorshow vorbeikommen, Kasaudi angucken. Bis zum nächsten Video, macht's gut.